Der Coach der Heslinger ist bei uns. Wojo soll ich ihn nennen? Und Wojo ist glücklich über 3 Punkte. Natürlich, selbstverständlich. Für uns war das auch das Ziel, 3 Punkte zu holen. Das haben wir gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen sind wir natürlich glücklich. Freunde des gepflegten Kurzpassspiels, des technisch versierten Fußballs, die sind heute nicht so auf ihren Geschmack gekommen. Ja, absolut. Aber ich denke, das gilt jetzt für beide Mannschaften. Also es war auch sehr, sehr schwierig. Von außen finde ich, sieht der Platz echt gut aus. Aber als der dann drauf war, auch im Zentrum und so, da ist es halt wirklich echt uneben. Da hat man ja auch gesehen, dass der ein oder andere Ball auch mal versprungen ist und dann irgendwo in die Wicken geflogen ist. Insofern, denke ich, musste man sein Spiel auch so ein bisschen anpassen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die reifere Spielanlage hatte Hesling. Von daher geht dieser Sieg auch in Ordnung. Wie gesagt, grundsätzlich bin ich ja immer der Auffassung, dass die Mannschaft, die gewinnt, das irgendwo auch, was heißt verdient, tut, aber im Grunde genommen dann auch okay ist. Ich denke, dass Haselfeld gerade in der zweiten Halbzeit echt auch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten hatte. Wenn ich diesen einen Schuss da sehe, der Field, wo er ein Field Goal macht, erzähle ich meinen Jungs eigentlich immer, 8 Meter vorm Tor, Innenseite schieben, rechts oder links, den muss der Torhüter erstmal halten. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Tor entsteht, ist höher, als wenn du Vollspann machst und der in die Wicken geht. Und deswegen, wie gesagt, ich denke, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir dieses eine Tor wirklich besser waren, aber ich denke, alles in allem ist es okay und wir sind natürlich glücklich. Jeder spricht über die Oberliga, über den möglichen Aufstieg. Dementsprechend groß war der Druck, sicherlich vor diesem Spiel. Ist der Druck jetzt etwas gewichen oder bleibt er auf einem hohen Level, weil jetzt der Erwartungsdruck steigt, 5 Spiele und jeder denkt, ja, die Heslinger haben es sicher. Genau. Also Sie haben die Antwort ja eigentlich schon vorgegeben. Natürlich ist der Druck weiterhin da. Also wie gesagt, das waren heute nur 3 Punkte. Das haben wir eben gerade in der Mitte auch nochmal angesprochen. Das ist natürlich schön, dass wir gewonnen haben. Aber es sind nur 3 Punkte gewesen, nicht mehr und nicht weniger. Es sind noch 5 Spiele. Haselfeld hat noch 5 Spiele, wir haben noch 5 Spiele. Da kann also noch 15 Punkte zu vergeben. Da kann noch so viel passieren. Insofern war heute, wenn überhaupt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und es liegt jetzt an uns natürlich, die nächsten Spiele auch so zu gestalten, dass es am Ende des Tages dann wirklich auch reicht mit dem Aufstieg.